Hallo, es ist 5 Uhr morgens und ich begrüße dich zum Wochenvideo am 5., pardon, am 4.12.2016. Ja, an erster Stelle steht der Performance-Check leicht hinten, habe ich geschrieben. Es stimmt aber gar nicht einmal. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass die Woche dann doch mit einem Plus beendet werden konnte. Jetzt suche ich mir mal den Screenshot raus. Und ja, also 1,1% plus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, das ist ja gar kein schlechtes Ergebnis. Ich will aber auch kein Geheimnis das machen, dass das Monat mit einem deutlichen Minus beendet wurde, was mich leicht gewundert hat. Die Kontoverwaltung sagt mir 3% minus. Warum hat es mich gewundert? Nach meinen Aufzeichnungen beträgt das Monatsminus irgendwo, ich schaue nochmal nach, an die 200 Dollar. Der November 287 Dollar, was bei meiner Kontogröße definitiv weniger als 3% wären. Ja, mal sehen. Tatsache ist aber, dass einige Rollverluste im letzten Monat aufgelaufen sind. Und auf Jahressicht kann man ja schon einmal einen Blick drauf werfen. Liege ich noch immer vorne, über 12%. Es ist so, ich bin mit meinem Konto seit jetzt wirklich schon mindestens 3 Monaten in einer Seitwärtsrange. Und ja, also es geht nach oben, es geht nach unten. Ich komme so irgendwie nicht vom Fleck. Und warum kann man jetzt spekulieren, das wäre ein eigenes Thema. Natürlich hat es mit den Verlusttrades zu tun. Einige davon im Rohöl, wobei nach wie vor Positionen laufen, die werden wir uns dann noch ansehen. Also insgesamt bin ich nicht einmal ganz unzufrieden, denn wenn man einfach so zur Seite geht, auch wenn es sehr zäh ist über einige Monate, heißt das ja noch immerhin, dass man die Gebühren reintradet. Und jetzt ist nicht einmal mehr ein Monat bis Jahresende und die Chancen stehen ja sehr gut, nachdem ich auch nicht mehr viele Positionen drinnen habe, außer jetzt im Crude Oil, hier mindestens mit 10% das Jahr beenden zu können. Und die meisten wissen es ja, es ist dann mein erstes Gewinnerjahr. Ja, und jetzt gleich zum Crude Oil. Das war ein Trade, der einige Verluste brachte, wo viel gerollt wurde. Ursprünglich war es ein Short Call und ich bin dann in den März gegangen. Hier haben wir den Chart. Ich mache das mal größer. Und in Wahrheit ist es ein sehr lehrreicher Trade. Warum? Aus mehreren Gründen eigentlich. Ursprünglich war hier der Einstieg, der war ja von mir wirklich unglücklich bzw. dumm, weil ich eigentlich immer Rücksetzer abwarte. Ich bin ursprünglich hier reingegangen und zack, am nächsten Tag ging sofort nach oben. Ich habe dann schon mal gerollt, aber kurz zur Erinnerung, ich ging hier rein mit diesem 55er Call, also sehr knapp und auch in einer kürzeren Laufzeit und Intraday schoss es dann nach oben. Hier habe ich nach oben gerollt von 55 am nächsten Tag auf den 60er. Der war dann wieder deutlich im Minus. Und dann habe ich hier bei dieser orangen Linie gesagt: Gut, ich halte jetzt nicht zwanghaft an meiner Meinung fest, dass es nach unten geht, sondern ich mache jetzt sofort eine neutrale Position. Die Vola ging nach oben und ging auf den 65er und verkaufte hier noch den 32,5er. Und man sieht, es war die richtige Entscheidung, denn Crude Oil ging hier nicht unter diese Zone durch, sondern im Gegenteil, es ging nach oben. Und was hier passierte, werden ja die meisten wissen. Hier gab es eine Einigung der OPEC-Länder, die Fördermengen zu drosseln. Ich habe das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verfolgt, weil es mich nicht wirklich interessiert. Interessieren tut mich die Vola, ob die Prämien gut sind, und das war hier definitiv der Fall. Natürlich ist klar, wenn die Vola hier le leicht steigt, dass hier was im Busch ist.
Wenn man hier aber weit weg ist, dann sieht man eben hier, und das ist meiner Meinung nach lehrreich, dass hier nichts Schlimmes passiert ist. Dieser Strangle, der lief dann ganz gut. Und an diesem Tag hier war dann dieser Put beinahe durch. Und die Oberseite, die war, ich glaube, die war sogar leicht im Plus oder Plus minus Null, leicht im Minus, völlig harmlos. Aber meine Meinung ist jetzt, wenn man sich den Preis anschaut, hier jetzt an einer bärischen Meinung festzuhalten, macht keinen Sinn. Vielleicht dreht der Trend hier komplett, auch wenn man es etwas größer macht. Und das ist das Wichtige, denke ich mir, im Trading, in seiner Meinung flexibel zu bleiben. Wenn man sich hier diese Zone ansieht, das riecht nach Durchbruch nach oben. Ob ich dann diesen Call oben rausnehme, überlege ich mir natürlich schon. Das würde ich mir in Ruhe auch im großen Bild nochmal ansehen. Aber ihr könnt jetzt tatsächlich diese Seitwärts-Range nach oben aufgelöst werden oder eben nicht. Es ging ja jetzt schon extrem nach oben. Schauen wir mal in Prozenten. Das waren ja bereits 13% von dieser Kerze weg. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Also einfach mal abwarten und schauen. Was war dann noch hier zu sagen bei diesem Trade? Der war im Plus. Den habe ich hier dann bei ungefähr 80% Gewinn zurückgekauft und kräftig nach oben gerollt. Ausnahmsweise mal in diese Bewegung. Warum? Normal gehe ich nicht so in Bewegungen rein, nur hier ist das Delta angestiegen und auf der Unterseite gab es praktisch nichts mehr zu verdienen. Der war fast durch. Und dann habe ich nur mit zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt komplett raus mit dem Trade, weil hier den nackten Call will ich nicht mehr offen lassen. Oder ich rolle eben nach, dass ich ungefähr hier wieder ein gleiches Delta wie oben habe. Und der Preis hat sich ja, der ist ja doch ordentlich weg. Und wir sind hier mit der Laufzeit noch relativ großzügig unterwegs, nämlich 73 Tage, also eine gute Laufzeit eigentlich. Und die Chance, dass jetzt mal Ruhe reinkommt, ein paar Tage, die ist ja auch nicht schlecht. Ich kann das ganze Ding noch umrollen oder eben rausgehen komplett. Man muss jetzt sagen, die Wolle ist hier an diesem Tag dann wirklich kollabiert. Und da können wir dann gleich zum nächsten Trade gehen, den ich im letzten Video nicht vorgestellt habe. Aber ich bringe ihn jetzt rein. Ein zweiter Crude Oil Trade, der natürlich von der Kontogröße schon hart ans Limit geht. Weil ich hier noch einen Strangle drinnen hatte. Allerdings ist es so, meine Trefferquote ist sehr gut im Crude Oil oder war sie zumindest bis. Ich muss dann sehen, wie die Jahresbilanz ist. Und dieser Trade hat schon ganz gut profitiert, da es ja sehr langlaufende Optionen sind von diesem Moment. Hier fehlt eine Linie. Das war ursprünglich der 75er. So. Und hier ging es einmal nach unten. Also hier wurde gerollt. Ich denke, den Entry habe ich jetzt nicht mehr drinnen. Ich habe einmal nach unten gerollt. Ich könnte hier einen Pfeil noch einzeichnen, dass es etwas klarer wird. So, das war ganz am Anfang, wie so oft. Einmal ein kleines Rollen nach unten an diesem Abwärtstag auf den 30er, 70er. Kann das stimmen? Ja, ich denke schon. Und dann war jetzt diese Aufwärtsbewegung. Ja, man könnte sich ärgern irgendwo. Hätte ich nichts getan, hätte es auch gepasst. Es war aber nicht weiter schlimm. Erstens gab es hier für den 30er relativ viel Geld und der war dann schon auch ordentlich im Plus. Und zwar, schauen wir schnell nach, für den gab es dann für den 30er
schon kurze Zeit später immerhin 250 Dollar und der Rollverlust vom ursprünglichen Rollen, dieses Runterrollen dieses Calls und dieses ein Put, der jetzt nicht 35, auf 35 war, sondern das war ein 32er. Also der war etwas weiter oben. Ich zeichne ihn jetzt nicht ein, sondern das ist jetzt die Kurzversion. Machen wir es so, ich zeichne es ein, sonst kennt sich kein Mensch mehr aus. Das war der ursprüngliche Put, der 32er und der 75er oben. Dann an diesem Tag wurde eben von 32 auf 30 runtergerollt und hier auf den 70er. So ungefähr hier. Das war jetzt eben diese Position hier und 2 Tage später. Eines mache ich noch der Vollständigkeit halber, die Trade-Eröffnung, sonst verwirrt es mich selbst am 21. Und ich mache es jetzt nicht mehr farblich, aber ich glaube, jetzt wird es klarer, ja. Am 21. nochmal hier oben, hier unten. Dann, gut, es verging einiges an Zeit, aber die Wohler stieg eben an. Das haben die Optionen ausgedrückt und der Put, dieser 32, der brachte 234 Verlust. Der Call brachte dann 240 Gewinn, also das war eigentlich insgesamt hat das gar nicht Geld gekostet. Und dieser, jetzt schauen wir noch drauf auf diesen 70er oder schauen wir überhaupt auf die Positionen im Crude Oil. Der 70er ist 70 hinten, der mal sortieren. Der ist 30 vorne, also hier hat sich noch nicht viel gerührt in Wahrheit bei diesem langlaufenden Trade. 30 Dollar hinten, ein paar zerquetschte gewonnen durch das Rollen. Und beim anderen Trade, wie sieht es da aus? Der ist jetzt leicht vorne, obwohl es so nach oben ging, der 65er. Da hat sich nicht viel gerührt. Gehen wir noch einmal in diesen März-Trade. Der 75er, der hat schon mehr Zeitwertverfall, weil dieser langlaufende Trade, der laufte noch 164 Tage und dieser kürzere 73. Ja, also hier war der Call drinnen, ist schon erstaunlich, ja, wie es hier nach oben ging. Wenn man das so grob einzeichnet, über 10% und der Call, den stört das nicht. Einerseits haben wir ein bisschen Zeitwertverfall, aber wir haben natürlich diesen starken Wohlerrückgang, der schon erheblich war. Also bei diesem Trade mache ich mir keine Sorgen. Schauen wir uns vielleicht die Bilanz noch kurz an. Von diesen vielen Attestierungen, der liegt natürlich hinten. Dieser Trade, wo haben wir ihn? Also hier wurden einmal 224 Dollar Verlust realisiert, dann 224, genau noch einmal so viel. Lustiger Zufall, also ungefähr 440 Dollar. Und dieses letzte Rollen nach oben brachte fast 200 Gewinn. Also ich bin hier 200 Dollar hinten mit dem Trade und kann hier noch was verdienen. Das ist ja das Interessante. Und wie viel sehen wir auch hier? Die Option, die hat noch über 200 Dollar auf den Rippen und liegt 50 vorne der Put. Also die Recurve Order liegt bei 70, nicht ganz 200 Dollar können hier verdient werden. Und mit dem Call, der liegt 5 hinten, auch über 200 Dollar können noch verdient werden, also fast die gesamte Prämie. Das bedeutet, ja, also der Put brachte 300, pardon, falsch, der Put 350 sogar, dieser 40er hier. Der hat jetzt schon etwas sich beruhigt. Der liegt hier 25 auf 29, ja. Also ich kann hier noch, wenn ich jetzt das Rückkauflimit abziehe, auf jeden Fall 200 Dollar verdienen.
Die 27 war die letzte Ausführung, das stimmt eben. Und auf der Oberseite hat das eingeblendet. Nein, hatte ich jetzt nicht mal drinnen. Die TWS wurde der Option Trader wieder etwas umgestellt. Jetzt kann ich die Option nicht reinladen, sonst schmeißt ihr mir diese Option Chain ra raus. Ich zeig's mal. Na, nicht einmal. Nehme alles zurück. Also hier letzter Kurs bei 23. Rückkauforder liegt bei 0,05, das heißt 180 Dollar. 180 und 200, das sind ja 380. Und ich liege also 200 hinten mit dem Trade. Da komme ich noch vermutlich mit dem Gewinn raus. Die Chancen stehen ganz gut. So, jetzt wird es aber Zeit für den nächsten Trade, weil sonst wird das alles zu lange hier. Ich denke, zum langlaufenden Trade ist auch ziemlich alles gesagt. Ein letzter Blick vielleicht noch drauf. Also hier dieser 70-35er. Und wenn es hier durchbricht, dann überlege ich mir tatsächlich, den rauszunehmen. Schaue es mir noch einmal im großen Chart dann an, weil ja, es ist wie bei einer Aktie dann, immer weniger Marktteilnehmer haben ein Problem, wenn sie long sind, und damit kann der Druck auf diese Option groß werden. Gut, weiter im Text. Kurz nach der VXX, da gibt es ja nicht viel zu sagen, außer dass die Vola leicht anzog zuletzt. Hier haben wir den Chart drinnen. Es ging wieder leicht nach oben. Aber der Trade, man sieht auch hier, der ist unter dem 21er Moving Average, was jetzt keine Garantie ist, dass es weiterhin so bleibt. Ja, der liegt 60 Dollar ungefähr vorne. War schon zwischen auf 70, 80 Dollar, aber man sieht einfach hier, es ist sehr, sehr gemütlich mit so einer kleinen Position. Da kann man einfach zuschauen, auch wenn die Vola mal 10% steigt, rührt sich hier nicht viel. Und es ist für mich, ich glaube, der erste VXX Short Trade direkt im Anleihen. Ich bin neugierig, wie sich das so weiterentwickelt. Ein wichtiger Trade, den ein paar auch mitverfolgt haben oder auch vom Blog, glaube ich, sogar selbst durchgeführt haben, das war dieser Erdgas-Trade. Schauen wir uns den an. Ich suche mal wieder den Chart und finde ihn wie so oft nicht. Doch. Eigentlich könnte mir jetzt vorwerfen, wie blöd ich bin, weil ich hier lange zugesehen habe beim Preis, wie er nach oben ging. Aber das hat mit Dummheit oder Blödheit nichts zu tun. Es ist einfach so, ich habe hier gesagt, ich richte mich primär nach dem Money Management, und dieser Call, den man jetzt gar nicht sieht, der ist ja noch immer weit entfernt, der war eigentlich zu keinem Zeitpunkt in dieser Bewegung unter Druck. Erst hier an diesem Tag stieg die Vola noch einmal an, und dann kam er ins Minus ungefähr 200 Dollar. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich natürlich was machen, jetzt muss ich reagieren. Aber ich muss hier nicht reagieren, wenn der Preis, also die Option 50 oder 70 Dollar hinten liegt. Und dann kam eben so ein Schub. Man kann auf jeden Fall diskutieren, ob es nicht prinzipiell sinnvoll ist hier, wenn man sieht, dass diese Tiefs hier in diesem Bereich gebrochen werden, dass man hier schon einmal eine Gegenposition eröffnet, auch wenn die Option noch nicht wirklich unter Druck ist. Da gibt es, denke ich mal, keine richtige Antwort. Nachher ist man ja immer klüger. Es ist aber auch so, dass diese Hochs noch nicht durchbrochen wurden. Aber es ist jetzt schon eine gewisse Gefahr, dass es jetzt hier oben durchbricht. Und insofern, ja, war es jetzt meine Entscheidung, an diesem Tag den Put dagegen zu setzen. Und es ging vor dem Wochenende jetzt leicht nach unten. Jetzt liegt der auch leicht im Minus, aber nicht, überhaupt nicht dramatisch oder so. Und aus diesem Grunde ist
so eine Art des Tradings, auch wenn man Regeln hat vom Einstieg, Ausstieg und Money und Risikomanagement, diskretionär. Das ist genau dieses Element, wo sich die Trader in ihren Ergebnissen auch dann unterscheiden können, weil ja in diesem Bereich viele Entscheidungen gefällt werden können, wo man einfach nicht prinzipiell sagen kann, das ist besser oder schlechter. Nachher weiß man es natürlich. Wenn man jetzt den Option Trader sieht, sehen wir, also dieser Call, der ist 180 hinten, also etwas über der 50% Marke, denn der Call brachte $280. Der Put brachte dann sehr viel, und zwar $380. Das heißt, der ist noch kaum unter Druck mit $90 minus. Zugegebenermaßen mit einem 10er Delta, es ist auf jeden Fall ein dicker Fisch, auch für ein, oder gerade eben für ein kleineres Konto. Aber ich bin hier unter der 2% Marke und habe natürlich, wenn es jetzt komplett wieder nach unten kippt, der Preis, dann wird es eine Zeit lang hier dann korrigiert durch diesen Call oben. So, wo haben wir ihn? Da muss ich mal die Option reinladen. Februar, März. Er will sie mir nicht anzeigen. Aus irgendeinem Grund. Ist hier ein Fehler. Jedenfalls, zumindest haben wir sie hier drinnen. Das Delta wollte ich eigentlich sehen. Das kann man, habe ich mir hier jetzt oben eingestellt. Also vor allem, wir sehen hier, die ist eigentlich komplett Delta-neutral, die Position. Jetzt kam in meinem Blog der Einwand, dass die Strikes natürlich sehr unterschiedlich sind. Das stimmt. Wir sind hier, gehen wir auf diesen Schlusskurs, 22% auf der Unterseite und viel weiter weg oben. Das ist einfach dieser sogenannte Volatility Skew, diese, ich nenne es Verzerrung, weil momentan Calls viel höher gepreist sind als die Puts. Ja, ich denke mir, das hat in der Regel natürlich Gründe und ist kein Zufall, weil ich weiß es nicht. Ich mache hier jetzt keine Fundamentalrecherche, aber scheinbar gibt es hier eine gewisse Angst auf der Oberseite, die größer ist als die Angst auf der Unterseite. Und somit habe ich hier auch gar keine Wahl, wenn ich diesen Strangle jetzt delta-neutral stellen möchte, dass ich sage, ja, dann ist er jetzt näher dran. Und wenn es, ja, die Saisonal ist auch bärisch, der Wochentrend ist noch nicht gedreht. Aber all das sind eben keine Gründe zu sagen, dass ich jetzt gegen meine Trading-Regeln verstoße und hier jetzt nichts tue zum Beispiel oder hier nur einen Dreier-Delta unten verkaufe. Es hilft einfach nichts. Und wenn es hier nach unten geht, morgen 10%, dann wird der natürlich kräftig im Minus sein. Und da muss ich den Strangle rausnehmen. Und wenn die Vola dann noch ansteigt, was auch nicht ausgeschlossen ist, dann könnte es zum Beispiel sein, dass dieser Call jetzt stehen bleibt bei 200%, bei $200 minus. Der wird teurer. Der verteuert sich beispielsweise auf $300. Und dann gehe ich hier mit 500 Verlust raus. Ist auch möglich. Ist nicht die Regel, aber ist mir definitiv schon passiert. Heuer zum Beispiel in den Lean Hawks. Und das war auch meine Antwort im Blog. Der beste Schutz, den man hier hat, ist dreimal, kannst du jetzt raten, die Positionsgröße. Wenn man hier eine fette Position drinnen hat, dann wird es einen natürlich ziemlich übel erwischen. Vor allem, wenn so ein Worst Case kommt, wo es nach unten geht, kräftig und die Vola steigt an. Ja, man weiß es vorher nicht. Es ist wahrscheinlicher, dass es nicht passiert. Ja, sondern ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nach oben geht, dass einmal dieses Hoch angelaufen wird, dass es zur Seite pendelt.
dass es jetzt mit einer Dynamik nach oben oder unten schießt, würde mich wundern. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, an die Regeln halten, in den sauren Apfel beißen, wenn dieses Worst Case eintritt und sich und das eigene Konto schützen durch eine kleine Position. Das habe ich hier ja gemacht, indem ich nicht aggressiv an die 2% Kontogröße gegangen bin, sondern eben diesen Call für 280 verkauft habe. Jetzt bin ich hier unten schon recht am Limit, aber noch nicht über den 2% mit diesem Put und weiß natürlich, dass es meistens dann so ist, wenn eine Seite gewinnt, dann verliert, dann gewinnt die andere. Also ja, eine wichtige Situation im Erdgas und einen Fehler, den man hier machen kann, der mir oft unterlaufen ist, aus meiner Sicht, ist dann der, dass man hier sagt, jetzt passiert etwas, was so nicht geplant war. Ich liege hier $500 dann im Minus mit der Position und gehe nicht raus aus dem Trade. Wenn ich hier jetzt am Montag 500-600 Dollar Verlust habe in dem Trade und zwischen Verlust ziehen ja schon hier 200 und 100, rund 300, wenn sich das jetzt verdoppelt insgesamt, dann gehe ich raus, ja, weil auch ein Buchverlust ist ein Verlust, der schon da ist. Wenn es hier jetzt nach unten geht und die Oberseite gewinnt, dann bin ich hier bereit zu rollen. Ja. Dann liegt der gesamte Trade zwar hinten, 200 oder $300. Eben angenommen hier der Put, der Put, der geht auf 200 oder 300 minus und der gewinnt aber $200 oder ungefähr das gleiche, dann kann ich ja das ganze Ding nach unten rollen. Also einige Überlegungen, die durchaus wichtig sind, die Botschaft von mir, man muss hier nicht mehr Angst haben vor einer, vor allem in den Rohstoffen und dem Erdgas, vor einer Abwärtsbewegung, also vor einer Aufwärtsbewegung. Die Wohlers und die Prämien können auf beiden Seiten sehr schnell ansteigen im Erdgas. Am besten, man schaut sich einmal den Monatschart im Erdgas an über die letzten 10 Jahre, wo man sieht, was für absolut heftige Bewegungen möglich sind. Also da muss man schon noch einen gesunden Respekt haben. Jetzt sind wir beinahe schon am Ende mit diesem Video. Ich zeige nur noch einen frischen Trade im australischen, nicht australischen, Australian Dollar, australischer Dollar. Hier hat eigentlich fast alles gepasst. Ich habe ihn im Block ja mit reingenommen, bis auf die Wohler, die waren nicht ganz so grandios. Also Wochenchart ist im Verkaufmodus, in die Korrektur habe ich den Call verkauft. Dann ging es schön nach unten hier. Jetzt korrigiert es wieder leicht nach oben. Vielleicht pendelt es jetzt so zur Seite dahin. Und ja, dieser Call, der hat noch 89 Tage Restlaufzeit. Der wird noch ein wenig brauchen, bis der Zeitwertverfall gut einsetzt. Jetzt geht es nur darum zu schauen, wohin sich das Ganze entwickelt. Der brachte $180 Prämie ein. Ja, es würde auch verlocken, jetzt im Yen oder im Euro Calls zu verkaufen, aber die Märkte sind recht überhitzt und oft gehen die Währungen alle, wenn es stärker mal sich bewegt, gemeinsam in eine Richtung. Deswegen bin ich ja momentan in den Währungen draußen, außer in diesem australischen Dollar. Ja, dann. Wir sind beinahe zu Ende. Zum Schluss noch ein netter Trade, den ich im Blog nicht drinnen hatte. Ich habe ihn hier, glaube ich, noch offen, den GXJ. So ein Trade, wenn man ein kleines Konto hat, dann ist das so ein Trade, der sich absolut auszahlt, wenn man einfach mit dem Trend geht, egal jetzt ob Moving Average oder BBTM. Also hier war es einfach überkauft, das Ganze deutlich im Abwärtsmodus. Hohe Wohler, einziger Schönheitsfehler, also der GDXJ, dieser Goldminen Juniors ETF,
Die Liquidität war hier definitiv nicht grandios. Und für diesen Trade, da gab es, wie viel Prämie, das schaue ich noch nach. Als der, das war dieser 45er, genau. Der wurde eröffnet für 75 Dollar. Die Spreads waren, wie gesagt, groß oder sind es nach wie vor. Ja, in Wahrheit wäre hier wieder jetzt eine Einstiegsmöglichkeit. Allerdings, das muss dann jeder für sich entscheiden, wenn er so einen Trade macht, ob er mit diesen schlechten Spreads leben kann. Ich habe es mir dann nochmal angesehen im Jänner oder auch im Februar. Eine gute Einstellung ist ja hier die 1,5-fache Standardabweichung. Da ist man dann zumindest beim 20er Delta. Man sieht es hier 50 auf 85. Das wäre wie eine Future-Option, die 500 auf 850 Dollar gepreist ist. Es ist schon recht grenzwertig. 20er Delta oder fast 21 wäre mir auch zu hoch. Also ich müsste hier schon auf einen 44, 45er gehen. So, ich würde mir gerne jetzt die Strikes ansehen. Benutzer definiert. Ja, machen wir den 44er und schauen, ob es funktioniert. Jetzt ist er drinnen. Ja, das wäre 17er Delta. Eigentlich ähnlich wie ich den verkauft habe. Man sieht hier, gab es 60 Dollar, aber der Spread ist okay. Also 50 auf 75. Damit kann man leben. Hätte hier 60, vielleicht sogar 65 bekommen, wenn man geduldig sich reingestellt hätte. Und hätte fast so viel bekommen wie ich für meinen letzten. Ja, und dieser Trade, den, warum zeige ich den? Weil er natürlich für ein kleines Konto auch kein unerhebliches Risiko darstellt. Ja, wenn man jetzt einen 5.000er oder 10.000er hat, es ist dann nicht so wenig, 60, 70 Dollar. Und ein noch einmal zur Wiederholung: Die größten Risiken sind Positionsgröße. Ja, das würde dann passen, aber die Liquidität. Und es gibt einfach ETFs wie den GLD auf Gold oder den SLV im Silber, die haben einfach Spreads von 1 Cent, ja, 1, 2, 3 Cent. Da sind wir hier beim über dem Zehnfachen. Ich sage das hier noch einmal, weil ich habe auf diese Dinge lange nicht geachtet. Man hat hier 25 Cent. Wenn ich hier jetzt 1 Cent Spread habe, habe ich hier den 25-fachen Spread. 1 Cent wäre jetzt Optimum, aber im GLD kann jeder dann selber überprüfen oder im SLV, da sind wir im Cent-Bereich. Und das sind die eigentlichen Risiken, ja, wenn die Spreads auch auseinandergehen und ich dann nicht vernünftig rauskomme und dann beispielsweise da geht es nach oben noch einmal 5%, wenn ich diesen Call hätte, der wäre dann unter Druck und wäre dann, also was wäre realistisch, ich kann es hier jetzt nur so schätzen aus dem Bauch heraus, sagen wir, der ist einmal 30 Cent vorne und wir haben dann einen Spread von 70 auf 110. Ja, das heißt, es geht 10 Cent auf, 40 Cent Spread. Ich will schnell rausgehen, bin nervös, wenn ich noch nicht lang trade mit Optionen, gehe für 110 raus und ein Großteil dieses Verlustes wäre dann diesem großen Spread geschuldet. Und das ist nicht der Fall, wenn wir hier enge Spreads haben. Ja, dann komme ich für, dann geht das Spread rauf auf, sagen wir mal 95 auf 100 und ich komme hier bei irgendwo 95 bis 100 raus natürlich. Ich denke, die Botschaft ist angekommen. Ich habe hier jedenfalls mit diesem GDXJ Short Call nach 16 Tagen 56 Dollar verdient. Das war einfach so ein Trade, wo ich noch Margin frei hatte und gedacht habe, die Gelegenheit nimmst du mal. Ich hätte auch mehr Positionen handeln können, wollte ich aber nicht, eben wegen der Liquidität. Sonst hätte ich hier zwei, drei Stück gehandelt. Ja, dieses Video ist jetzt aber definitiv zu Ende. Ich habe ja nur mal geschrieben, auch schon beim letzten Mal eine neue Strategie geplant, den BF70 Plus
Plus oder auch zuerst nur mal den BF70, den möchte ich dann in nächster Zeit mal dazu nehmen in mein Repertoire. Also ein Butterfly, eine Butterfly-Strategie. Ich habe es mir von Optionsuniversum gekauft, dieses Webinar mit auch diesem sensationellen GUV-Profil mit dieser Excel-Anwendung, die man dann günstiger bekommt. Ja, ist eine kleine Schleichwerbung. Warum? Weil ich wirklich begeistert bin von der Qualität inhaltlich und auch von diesem GUV-Profil, das Christian Schwarzkopf über die letzten Jahre so immer weiterentwickelt hat. Und ich bin hier noch beim Einarbeiten. Ich bin ja berufstätig und neben einer beruflichen Tätigkeit dann ist es einfach notwendig, auch für mich, auch mit meiner jetzt Erfahrung, dass ich mir die Videos mehrmals ansehe, nochmals in die Details reingehe und auch mit diesem GOV-Profil mich vertraut mache. Aber es ist eine Strategie, die abgesehen davon, dass sie gebührenlastig ist, das ist so der Schönheitsfehler dieser Strategie, wenn man viel attestiert, auch wenn man nur den BF70 handelt ohne Attestierungen, diesen Butterfly, diesen etwas verschobenen Butterfly dann, man hat hier pro Butterfly, muss man bei Trade-Eröffnung 4 Optionen handeln. Das heißt, man hat hier 4-mal Gebühren, wenn man das Ganze schließt, 8 Gebühren und das ist jetzt der einfachste Fall, dass man nicht attestiert, nicht eingreift. Beim BF70 Plus geht das nicht, da muss man viel dann attestieren und herumschieben. Und mit, ja, wenn man nicht sehr geringe Gebühren hat, dann macht das nur wenig Sinn oder kostet einfach dann viel Performance. Das ist noch so ein Hinweis am Rande. Ja, also wie gesagt, die Woche, die war nicht schlecht unterm Strich mit einem kleinen Plus. Und jetzt wird man sehen, wie sich der Dezember entwickelt und wie das Jahr dann zu Ende geht. Vielleicht gehen sich die 15% Jahresperformance noch aus bei mir. Ich schließe es nicht aus, weil hier ja die 2 Trades drinnen sind, die könnten sich ja positiv entwickeln. Das wären schon ein paar hundert Dollar auch hier im Crude Oil. In dem einen Trade, das stecken ja noch ein paar hunderter drinnen. Ja, das wäre auch möglich. Wenn ich hier jetzt noch einmal attestieren muss oder mit Verlust woraus gehe, dann kann es auch sein, dass es einfach nur mehr 10% am Ende des Jahres wären. Ich bin neugierig, du vielleicht auch. Und ich werde es, wie gesagt, dann alles aufschlüsseln und eine Endbilanz dann am Ende des Monats machen. Ja, dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Handelswoche. Es freut mich, wenn du bis zum Schluss wieder dabei geblieben bist und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Video. Good Trades und bis zum nächsten Mal.